Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator mit mir, dem Tobi. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, wir fahren heute auf der Map Städtedreieck die Linie 86 vom Hakenbeckweg zur Stadthausbrücke mit dem MAN in der Überland-Variante, dem MAN A20NÜ263, der also im Stadtbus Familien-Add-on mitgeliefert wird. Ja, was können wir kurz zu dem guten Ding sagen? Der hat kurz und knapp zwei Außensprengtüren, eine, also die vordere mit einer einseitigen, mit einer flüglerischen, was auch immer, mit einer Einflügel-Vordertür und einer Zweiflügel-Außensprenghintertür, also Ausstiegstür. Ja, und kurz zum Innenraum, also sehr schön, denke ich. Das kennt so jeder, typisch Überland mit den Podestsitzen und den normalen Überlandsitzen. Denke ich, dürfte eigentlich bekannt sein. Ja, in 5 Minuten geht's übrigens dann auch schon los. Ich stelle jetzt nur schnell noch kurz was ein. Reales Wetter ist übrigens Leipzig, wie sich das eben gehört. So. Übrigens, Türwarnton ist da. Also jetzt für die Hintertür. Finde ich übrigens auch sehr detailgetreu. Der klingt wirklich wie das Original. Und eine Sache noch. Wir hatten ja mal gesagt, dass ihr hier hinten, letztes Mal hatte ich ja gesagt, dass ihr hier hinten die Fenster nicht aufmachen könnt. Das stimmt nicht ganz. Ihr könnt hier nämlich in der Modellkonfiguration eure Klimaanlage ausschalten und dann dürftet ihr normalerweise hier hinten die Fenster aufmachen. Gut, dass das jetzt gerade nicht geht, ist vielleicht ein bisschen blöd, aber wenn ihr die anderen Busse habt, einfach die Klimaanlage ausschalten und dann könnt ihr die Fenster aufmachen. Ich mache sie aber an, weil das draußen nicht so sehr warm ist. Und bei uns im Bus übrigens auch nicht. Na gut, jetzt habe ich bin vorhin schon mal eine Runde gefahren, da ist es bestimmt jetzt ein bisschen wärmer hier drin. Aber trotzdem. Ja, ich habe ja einfach auch mal eine Werbung reingemacht, jetzt ohne mir viel Mühe zu machen, einfach irgendeine Werbung hier reingehauen. Ja, ansonsten, ihr könnt hier in dem Bus auch wieder fast alles so konfigurieren, wie ihr das wollt. Außer hier aufgrund der Überlandsituation könnt ihr hier so ein paar Sachen eben nicht konfigurieren, die ihr in den anderen Bussen alle mo konfigurieren könnt. Außer den Innenraum, den könnt ihr meines Wissens nach in keinem der 4 Busse, die mitgeliefert werden, konfigurieren. Von daher ist das, denke ich, auch nicht ganz so wild. So, ich stelle die Zeit jetzt ein kleines bisschen vor, dass wir nicht mehr so viel hier rumstehen müssen. Können auch schon den Motor mal anschmeißen. Nehmen mal die automatische Haltestellenweiterschaltung rein. An, genau. Obwohl, ja, doch, wir lassen sie an. Obwohl das sehr selten ist, in einem Überlandbetrieb erstens automatische Haltestellenweiterschaltung und dann noch also Haltestellenansage an sich. Aber da wir ja nicht wirklich ein Überlandunternehmen jetzt hier simulieren, ist das alles halb so wild. So. Übrigens, die Türschließ-Sounds, die sind sehr gut geworden. Die sind wirklich super gut. Klingt echt genial. Und ich würde sagen, wir starten dann mal in Richtung Stadthausbrücke. So, dann müssen wir jetzt hier schön rumkommen. Ja, okay. Also ich habe extra mal die Kollision ausgeschalten, weil die Straßen hier doch etwas sehr eng sind. Übrigens, auch wenn ihr die automatische Haltestellenweiterschaltung drin habt, müsst ihr die erste Haltestelle weiterdrücken. Straße. Ansonsten funktioniert das nicht. Das ist halt einfach so, aber ich finde das jetzt nicht wirklich schlimm. So, jetzt müssen wir hier rum und können auch schon ein bisschen abbremsen.
können eigentlich auch schon fast ein bisschen Licht anmachen, weil es ist schon auch, es ist zwar Nachmittag, aber es ist auch ein bisschen duster, finde ich. Lassen einfach mal das Licht ein bisschen an. Ist nicht so schlimm. Übrigens, der Bus hat keine wirkliche Haltestellenbremse, also kein Haltestellen-Wippschalter, sondern hier einfach so eine Haltestellenbremse. Das ist ja in den anderen Bussen nicht wirklich so für Haltestellen, sondern eben einfach mal, wenn man Stillstand hat, irgendwo, wo man warten muss, beziehungsweise wenn man irgendwo an der Ampel steht. Dafür ist das Ding da. Das ist hier einfach dazu, also zur Haltestellenbremse genutzt, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ist übrigens sehr realitätsnah, weil die haben, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, nicht wirklich eine Haltestellenbremse, die Original 263er. Ja, also wenn ihr das Video jetzt anguckt, ist Montag. Heute bei mir ist jetzt Sonntag übrigens. Da kann man hier auf der Linie ein bisschen chillen als Busfahrer. Da hat man nicht so viel Stress. Da ist nicht viel los. Außer dann, wenn man in Richtung Stadt kommt, da kommt dann schon der ein oder andere Fahrgast mehr dazu. Aber ansonsten finde ich das jetzt, ist das, glaube ich, ein sehr gechillter Dienst. Hallo. Guten Tag. Übrigens, hier also Innenanzeige, eine ganz normale LED-Innenanzeige, wie sich das für die meisten Überlandbusse gehört. Natürlich gibt es noch andere Überlandunternehmen bzw. Überlandbusse, die eine andere Innenanzeige verwenden, aber in den etwas, zumindest etwas neueren Bussen Karl von Oss jetzt DB. kommt schon eine LED-Innenanzeige rein. So, hier habe ich mich das letzte Mal verfahren. Das muss ich jetzt genau aufpassen, dass ich mich nicht wieder verfahre. Oh yeah. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. So, weiter geht's. Ganz kurz zur Folgenplanung für die Ferien. In Sachsen sind ja jetzt Herbstferien, das heißt, ich habe so ein bisschen Zeit zum Folgen aufnehmen. Es wird auf jeden Fall noch eine Folge kommen mit dem normalen Straße. Solo aus dem Stadtbus-Add-on. Dann kommt noch eine Folge zum Solo, also zum Solo L, also zur langen Version des Solo-Busses von MAN, von der Stadtbus-Familie. Und dann kommt noch ein Video, wo wir uns nochmal den Gelenkzug schnappen und auch auf irgendeiner Karte, mal ob das Städtedreieck ist oder Berlin-Spandau, was auch immer, werden wir uns den Gelenkzug schnappen und werden damit auf jeden Fall dann nochmal eine Runde drehen. Ja, die Folgen kommen jetzt übrigens auch geplant raus. Also immer montags und freitags. Entweder 14 Uhr oder 18 Uhr. Montags und freitags 14 und 18 Uhr kommt immer jetzt eine Folge von mir raus. Also ich werde mich bemühen. Es kann natürlich auch sein, dass da mal nicht ganz was kommt, dass ich den Zeitplan nicht wirklich ganz einhalten kann, weil das halt immer ein bisschen schwierig ist. Aber ich denke, dass ich das schaffe. Also Montag und Freitag 14 Uhr oder 18 Uhr.
So, wir können eigentlich auch mal im Innenraum ein bisschen Licht anmachen. Dass die Fahrgäste auch was sehen. Hüttenstraße dürfte das jetzt sein. Genau. Ist richtig. Ja, also ich bremse ein bisschen sehr akut. Ist aber, denke ich, auch nicht so wild. Hallo. Guten Tag. So, jetzt müssen wir hier rum. Wie? Scheiße. Ja, vielen Dank. Ihr könnt ja auch gerne selber fahren. Ja, also das soll jetzt eigentlich auch nur ein kleiner Einblick wieder für den MAN NÜ263 sein. Weil ich denke, wenn ich euch das alles nur beschreibe oder wenn ich euch das alles nur erzähle, könnt ihr euch da, glaube ich, nicht wirklich ein Bild drunter machen. Und genau deswegen mache ich für euch eben hier die Let's Plays. Beziehungsweise fahre ich für euch alles. So, 3,20 Euro. Danke. Bitteschön. So, wir können die Klimaanlage dann, denke ich, auch wieder ausschalten. Jetzt wird es denn nicht mehr kalt sein. 22 Grad sind jetzt im Bus. Sisse ist Forsterstraße. Also ich denke, dass ihr das Video auf jeden Fall morgen um 14 Uhr, dass das Video morgen auf jeden Fall um 14 Uhr rauskommt. Das werde ich auf jeden Fall versuchen. So. Ja, vielen Dank. Also übrigens, ich hatte euch ja gesagt, dass mein Kumpel Max im nächsten Let's Play mit drin ist. Also das, was ihr jetzt seht, merkt ihr ja, denke ich, selber, dass er hier nicht wirklich mit drin ist. Aber im nächsten, das heißt, wenn wir wieder mal irgendwo woanders unterwegs sind, wenn so die ganzen Vorstellungsrunden von dem neuen Add-on zu Ende sind und wir ein bisschen Leerlauf haben, dann auf jeden Fall ist Max mit dabei. Ich mache irgendwie immer hinten die letzte Tür mit, auf. Hallo. Guten Tag. Was ich übrigens auch sehr schön finde. Ach, jetzt wollen wir auf einmal aussteigen. Na, bitteschön. Was ich übrigens auch sehr schön finde, ist, dass man die Endwerte hier umstellen kann. So. Weil die hässlichen roten Dinger finde ich irgendwie nicht so wirklich schön. Also mir gefallen die weißen besser, muss ich wirklich sagen. Deswegen fahre ich eigentlich auch meistens mit den Weißen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die heißen. Dann muss ich nachher noch mal gucken. Ist jetzt aber, denke ich, auch nicht so wild. Ich denke, ihr wisst, was ich meine.
Hier liegen jetzt noch die alten Straßenbahnschienen. So, will die raus? Nee, anscheinend nicht. Hallo. Guten Tag. Einen normalen Fahrschein, bitte. Einen normalen Fahrschein? Haben wir es da nicht ein bisschen kleiner? Ich glaube, Sie haben mir zu ja, viel gegeben. Ja, glaube ich jetzt auch. Danke. Bitteschön. So, weiter geht's. Ja, ihr könnt auch gerne in den Kommentaren schreiben, wie euch der Bus gefällt, ob ihr euch das jetzt auch kaufen würdet. Preis-Leistungs-Verhältnis, ihr habt ja jetzt schon zwei Busse gesehen, die anderen zwei kommen natürlich noch nach. Mühlendorf Bahnhof. Aber ich denke, dass das schon ein sehr guter Einblick ist, in das, was im Add-on so enthalten ist. Der Kreisverkehr hier ist, finde ich, so unvorteilhaft gemacht, hier mit dieser riesigen Verkehrsinsel da innen drin, weil das so verdammt eng hier zwischen ist. So, jetzt weicht die Strecke, also ich bin so vor ein paar Wochen hier bin auch öfter gefahren, aber jetzt bin ich hier lange nicht mehr gefahren. Ich muss erstmal irgendwo hier hin müssen. Hagenbeckweg, also wahrscheinlich dann da vorne hin. Stadthausbrücke. Wir sind sogar pünktlich, wie ich das sehe. Hallo. Guten Tag. Hallo. 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 Guten Tag. Kurzstrecke für Schüler, bitte. Eine Kurzstrecke. Und 50, danke. Bitteschön. Wir waren sogar ein bisschen zu früh, ne? Also 50, was auch immer, also die 40. Ja. Also von mir gibt's für dieses Add-on auf jeden Fall eine absolute Kaufempfehlung. Kann ich echt nur jeden Busfan oder also nicht nur jeden MAN-Fan, sondern wirklich jeden Busfan da ans Herz legen. Auch jeden OMSI-Fan. Das ist wirklich ein sehr, sehr gelungenes Add-on. Bahnhofstraße. Wo sich der Bus bestimmt auch gut macht, ist auf Neustädt auf der 802 vom Freilichtmuseum in Grevenfeld nach Erdbach zum Einkaufszentrum. Wenn der da über die Autobahn bricht. Also mit seinen 300 noch, wer weiß wie viel PS. Moment, was kann man hier einstellen? Motorbahn, glaube ich, bis zu 360 PS, ja. Da kommt man gut voran. Hallo. Guten Tag.
Also hier lohnt sich wirklich, den Überlandbus zu nehmen. Rathaus. Beziehungsweise einen Solobus, weil mit einem Gelenkbus kommt man durch die schmalen Gassen gar nicht durch und das rentiert sich ja auch nicht. Weil wir hier eh nicht so viel Fahrgäste haben über die ganze Linie. Also jetzt auf den großen Linien wie die 27 oder auch die 66 lohnt sich natürlich fast, also beziehungsweise eigentlich immer der Einsatz von den Gelenkzügen, allerdings nicht, wenn man jetzt wie wir hier übers Land nur so ein bisschen hinweg tuckert. Gründorf-Rad. Also ich fahre jetzt hier einfach mal rum, weil von der Seite kann sowieso nichts kommen. So. Gut. Nehmen wir dann eh keiner mit. So, die nächste Haltestelle ist übrigens Jenaer Straße, da fehlt wahrscheinlich die Haltestellenansage. Ja, auch schön, Omsibug, wir laufen die Menschen also hier oben. Hat sich verlaufen, die junge Frau. Naja, passiert. Na komm, Ampel. So, Jenaer Straße ist hier. So, jetzt verlassen wir natürlich wieder den Bus, bevor wir überhaupt an der Endhaltestelle sind. Ja, und die laufen auch gleich hoch. Obwohl, zwei noch sind noch drin. So, die Stelle wird ja auch schön eng, vor allen Dingen, wenn die hier innen entgegenkommt. So, wir sind jetzt fast am Ziel. Wir sind schon hier auf der Stadthausbrücke.
Stadthausbrücke. Endstelle. So, okay. Wir haben es geschafft, wir sind am Ziel. Ich wünsche euch morgen einen schönen Feiertag. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut.